Abrissbirne, Bagger und Baugerüst machen wir im zweiten Teil, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße, Station bei den Mühlen der Stadt. Der größte Teil der alten Mühlen wurde weitaus früher abgerissen und umgebaut, als die, um die es im Film geht. Zur Einleitung nehmen wir uns eine Karte, die schon im Film Die Mühlen der Stadt oder wie Mühlhausen zu seinem Namen kam, Verwendung fand und etwas aktualisiert wurde, zu Hilfe. Gelb sind die Mühlen gekennzeichnet, um die es im Film geht. Die Obermühle, die Mittelmühle und die Rote Löwenmühle am Popperöder Bach, die Feldmühle am ehemaligen Mühlgraben, die Windmühle auf dem Stadtberg und hier durch einen gelben Pfeil rechts im Bild gekennzeichnet die Unstrutmühle im Ortsteil Görmer. Schwarz werden die im Laufe der Jahrhunderte abgerissenen Mühlen dargestellt, wie die Schneidemühle, die Rabbinsmühle, die Frohnmühle, die kleine Steinbrückenmühle, die Ziegels- und die Kettenmühle, die Pulver- und die Pfeffermühle, die Malz- und Meißnermühle, die Fuhlbrücken- bzw. Hamstackmühle und die Graupenmühle. Grau steht für seit längerer Zeit ungenutzte, leerstehende Mühlen wie die Kugelleichsmühle. Pink gekennzeichnete Mühlen sind Investruinen oder Teilruinen mit privater Nutzung wie die Lohmühle am Ölgraben, die Papiermühle an der Unstrut sowie die Burg- und die Kreuzmühle am alten Mühlgraben. Die bisher umgebauten und nicht als Mühlen genutzten Objekte sind orange gekennzeichnet. Dies sind die große Steinbrückenmühle an der Unstrut, sie ist seit langem ein Maler- und Lackierbetrieb. Die Blobachsmühle am Blobach in der Johannisstraße, die nach dem Brand 1983 als Wohnhaus neu gebaut wurde, sowie am Popperöder Bach die Weidenmühle, die bis auf einen Rest der Außenmauer abgerissen und zwischen 2003 und 2005 als Gästehaus und Pension neu errichtet wurde. Nicht zu vergessen die Antoniusmühle, die von 1999 bis 2002 zu einem der schönsten Gasthäuser der Stadt umgebaut wurde und nicht nur in der Ausstattung die Mühlentradition des Hauses fortbestehen lässt. Den letzten orangenen Punkt auf der Karte des ehemaligen Stadtgebietes von Mühlhausen bildet die Klinge oder auch Klingenmühle. Was von beiden richtig ist, weiß eigentlich keiner so genau. Nachdem sie bereits seit 1936 nicht mehr als Mühle genutzt wird und seither ein Strickereibetrieb mit verschiedenen Eigentümern war, ist heute ein Bauunternehmen dort ansässig. Auch hier sind die neuen Besitzer der Mühlentradition sehr verbunden. Seit März 2015 ist in der Klingenmühle der Mühlenhausverein zu Hause. Im heutigen Stadtgebiet von Mühlhausen gab bzw. gibt es noch weitere Mühlen. Eine davon, die Windmühle im Stadtteil Windeberg, ist auf der Karte nicht zu sehen. Im Stadtteil Görmer gab es drei Wassermühlen. Zwei davon liegen oder lagen an einem weiteren Mühlgraben der Unstrut. Da die Görmerschen Mühlen in meinen bisherigen Betrachtungen etwas vernachlässigt wurden, möchte ich das an dieser Stelle nachholen. Auch hier wird uns eine Karte die Standorte der Mühlen anzeigen. Den Anfang macht die dem ehemaligen Stadtgebiet von Mühlhausen am nächsten gelegene Balkmühle. Die beiden Fotos zeigen sie um das Jahr 1920. Ihre Geschichte reicht aber bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts zurück. 1318, Ersterwähnung als Balkmühle des Tuchhandwerks. 1693, Verkauf an A.H. Kannegießer, Umbau zur Ölmühle, später Anbau zwei weiterer Mahlgänge. 1781, erneuter Verkauf an A. Griesbach. Ab 1784, ein Mahlgang wird wieder Waldmühle, Verpachtung des anderen Mahlgangs. Zwischen 1807 und 1813, Verkauf an Müllermeister Ackermann. Anfang des 20. Jahrhunderts. Einstellung des Mühlenbetriebes, Umbau als Wohnhaus mit Gewerberäumen.
1925 bis 1980 Möbeltischlerei O. und K. Thormann. 1991 Abriss von zwei Scheunen, erneuter Umbau zum Wohnhaus. Die nächste Görmarsche Mühle ist die Stegmühle, die auch Öl- bzw. Mittelmühle genannt wurde, nach ihrer Verwendung und nach ihrer Lage als mittlere der drei Mühlen des Ortes. Sie war mit hoher Wahrscheinlichkeit die älteste Mühle im heutigen Stadtgebiet von Mühlhausen. Konrad III. 1093 bis 1152 schenkt dem Kloster Volkenroda eine Mühle. 1139 Ersterwähnung in der ältesten originalen Urkunde des Reichsstädtischen Archives von Mühlhausen. Die Stegmühle wird Eigentum der Freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen. Später geht sie in das Eigentum eines Germarschen Müllers über. Die Stegmühle hatte zwei Mühlräder, Waldmühle und Mahlmühle. Ab 1802 hatte die Mühle zwei Mahlgänge, einen davon ein Ölgang. Deshalb wurde sie auch oft Mittel- oder Ölmühle genannt. Eigentümer waren die Gebrüder Albrecht. 1824 war der Eigentümer der Mühle ein Herr Knittel. Seit 1876 gehört sie der Familie Weidenkaff. Ab 1920 gab es drei überdachte Wasserräder für zwei Mahlgänge und einen Waldgang. Bis 1953 wurde sie noch als Mahl- und Schrotmühle genutzt. Danach verfiel die Mühle. 1991 wurde das alte Mühlengebäude abgerissen. Nutzung heute: Friseursalon, Autowerkstatt, Autowaschanlage, Wohnhaus. Die Nummer 3 der Görmarschen Mühlen ist die untere Dorfmühle, wie die Unstrutmühle richtig hieß. Ihre Geschichte wird im Laufe des Filmes erzählt. Insgesamt gab es im Stadtgebiet von Mühlhausen ca. 28 Wassermühlen an etwa 25 Standorten. Hinzu kam die Windmühle am Stadtberg. Die Görmarschen Mühlen und die Windeberger Windmühle sind bei diesen Angaben, die nur eine Schätzung darstellen, nicht berücksichtigt. Wie auch im ersten Teil wird uns eine Karte begleiten, die den Standort der Mühle im Stadtgebiet anzeigt. Natürlich darf auch die Geschichte der jeweiligen Mühle und deren einstiger Zweck nicht fehlen. Den Anfang macht die Obermühle. Sie stand am Oberlauf des Popperöder Baches, kurz nach dem unteren Popperöder Teich, dem heutigen Schwanenteich. 1526 wurde die Obermühle durch den damaligen Bürgermeister Stephan als Loh- und Mahlmühle erbaut. 19. Jahrhundert, Umbau zu einer Maschinenmühle. Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Abriss des Hauptmühlenhauses. 2002 bis 2004, Abriss des Mühlennebengebäudes. Das Portal der Obermühle blieb erhalten und ist derzeit im Museum eingelagert. Die hier zu sehenden Bilder zeigen das Mühlennebengebäude und dessen Abriss in den Jahren 2002 und 2003. Wahrscheinlich gehörte das Gehöft, das in einem der Bilder auf der rechten Seite zu sehen war, ursprünglich mit zur Mühle. Heute ist dessen Eingang in der Straße auf der Aue. Der ehemalige Mühleneingang führt hinter dem Hof zu Rheingaragen. Das Areal des ehemaligen Mühlengebäudes links neben dem Bachlauf ist heute eine Grünfläche und die Zufahrt zu einem Carport des Nachbargrundstücks. Folgt man ab der Obermühle dem Bachlauf des Popperöder Baches auf einem Fußweg unterhalb des Berges, gelangt man nach etwa 300 Metern zur Mittelmühle. Direkt am Bach gelegen, empfängt uns ein wunderschönes altes Fachwerkgebäude, das aber nur ein Teilgebäude der Mittelmühle ist. Um die ehemalige Mühle in der Gesamtansicht zu sehen, muss man den Bach überqueren. Die Mittelmühle wurde durch den Bürgermeister Franz Becke erbaut und 1631 erstmals erwähnt. Sie diente während ihres Mühlendaseins ausschließlich als Mahlmühle. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts als Wohnung genutzt, begann 1996 die Rekonstruktion, die im Jahre 2003 abgeschlossen wurde. Heute wird die Mühle als Wohn- und Geschäftshaus genutzt.
beginnen wir mit der bildlichen Reise rund um die Mittelmühle im Jahre 1996. Damals war sie in einem bedauerlichen Zustand. Das Hauptgebäude war abgewohnt und das Nebengebäude drohte einzufallen. Aufwendige Bau- und Sanierungsarbeiten retteten die Mühle vor der Abrissbirne. Die Fotos von 2015 zeigen die Veränderung im Laufe dieser Jahre. Zuerst wurde das Mühlenhauptgebäude saniert und ausgebaut. Es entstanden moderne Wohnungen. Ab 2001 erfolgte der komplette Neubau des Nebengebäudes nach Originalplänen. Wie umfangreich diese Arbeiten waren, zeigen die nachfolgenden Fotos. Neben der Erneuerung des Fachwerkes wurde auch ein neuer Dachstuhl aufgesetzt. Die gesamten Baumaßnahmen zogen sich über 2 Jahre bis 2003 hin. Es entstand ein romantisch gelegenes, wunderschönes Wohn- und Geschäftshaus, das die alte Mühlenromantik widerspiegelt. Zu erwähnen wäre noch, dass der Steingraben in der Bildmitte, der sich bis zum Nebengebäude erstreckt, das alte Gerinne ist. Die Mittelmühle hatte ihr Wasserrad im Hof. Das für die Mühle benötigte Wasser wurde, je nach Bedarf, vom Bach abgezweigt und über das Gerinne zum Wasserrad geleitet. Danach floss es unter der Mühle hindurch zurück in den Bach. Leider sind solche aufwendigen Arbeiten heute nur noch durch private Investitionen möglich. Dies setzt aber die historische Interesse der jetzigen Mühlenbesitzer voraus. Aufgrund der ständig schlechten Finanzlage der öffentlichen Kassen sind Zuschüsse zum Erhalt einzelner Objekte eher die Ausnahme. Mit diesem Blick vom Fußweg unterhalb des ehemaligen Schloss Wippchens verabschieden wir uns von der Mittelmühle und folgen dem Bachlauf weitere 200 Meter bis zur ehemaligen Roten Löwenmühle. Die Rote Löwenmühle ist die letzte Mühle, die in Mühlhausen abgerissen wurde und auch die letzte Mühle in diesem Film, die am Popperöder Bach stand. Genau wie alle anderen hat diese Mühle ihre Geschichte, die mit dem Eintreffen eines Lothringer Kaufmanns in Mühlhausen begann. Das damalige Herzogtum Lothringen lag an der Nordsee und umfasste das Gebiet des heutigen nordwestlichen Frankreichs sowie Teile Hollands und Belgiens. 1520, erbaut als Papiermühle durch Dominikus Bonat. 1642, Umbau zur Malzmühle, später auch Mahlmühle. Ab 1900, Motorenfabrik, Eisengießerei, Tischlerei. Zwischen 1958 und 1965, Entfernen des Mühlrades und Nutzung als Lager und Wohnhaus. Ab 1965, Wohnhaus und Lager. Ab 1994 Leerstand, 2007 erfolgte der Abriss. Der letzte Mühlstein der Roten Löwenmühle mit Mühlhaue blieb erhalten. Er ist im ältesten Teil des Mühlhäuser Rathauses zu sehen. Die letzten Bilder der Roten Löwenmühle stammen aus den Jahren 2003 und 2006. Auffallend ist der starke Efeubewuchs, der die vom letzten Besitzer aufgebrachte dunkelrote Außenfarbe und fast das gesamte Gebäude überdeckt. Im Winter 2007 begann der Abriss der Mühle. Zuvor erschien dieser Artikel in der Zeitung, in dem die Geschichte und die Zukunft des etwa 4000 Quadratmeter großen Areals dargestellt wird. Wie bei anderen Abrissen auch, ähneln sich die Bilder. Zuerst rückten die Bagger an und in relativ kurzer Zeit blieb von der Mühle nichts mehr übrig als eine große planierte Fläche. Heute stehen auf dem Areal ein Mehrfamilienhaus, Einfamilienhäuser und an der Straße einige Garagen. Außer einem kleinen Absatz im Bachlauf
über dem einst das Mühlrad hing, und das leise Geplätschere erinnert nichts mehr an die Mühle, außer der Straßenname zur Roten Löwenmühle. Die nächste, nach der Wende 1989-90 abgerissene Mühle ist, oder besser war, die Feldmühle. Sie lag im Norden, etwa einen halben Kilometer vor der Altstadt, nicht weit von der ehemaligen Reichsburg entfernt. Auch wenn heute nicht mehr viel über ihre Geschichte bekannt ist, sollen die wichtigsten Daten hier Erwähnung finden. Die Feldmühle lag als zweite Mühle am Mühlgraben, der sein Wasser von der Unstrut bezog. Sie wurde 1379 erstmals als Lohmühle erwähnt, war aber möglicherweise wesentlich älter. In den 1980er Jahren überstand sie den Bau des Neubaugebietes Feldstraße unbeschadet. Erst nach der Wende stand sie, nachdem sie als Lager für Weißware genutzt wurde, dem Bau eines Einkaufszenters im Weg und wurde im Winter 1996-97 abgerissen. Das Foto von 1975 zeigt die Feldmühle kurz nach Baubeginn des damaligen Neubaugebietes Feldstraße. Zu dieser Zeit stieg die Einwohnerzahl der Stadt rapide, sodass eine Lösung für das Wohnungsproblem gefunden werden musste. Die alten Häuser, in denen meist nur eine Familie gewohnt hat, nebst Gärten, wurden abgerissen und es entstand mitten in der Stadt ein Neubaugebiet, das sich von der Sondershäuserstraße im Osten bis zur Ammerstraße im Westen sowie von der Straße an der Burg im Süden bis zur Unstrut und dem Wendewehr im Norden erstreckte. Inmitten dieses großen Neubaugebietes stand nun die alte Feldmühle. Ob sie optisch nicht mehr in dieses Bild passte, ihren Zweck als Mühle nicht mehr diente oder mit dem Grundstück mehr Geld zu verdienen war, sei dahingestellt. Jedenfalls musste sie dem Einkaufscenter an der Ecke Friedrich-Naumann-Straße, Feldstraße weichen. Vom alten Mühlgraben, der nördlich an der Feldmühle vorbeifloss, blieb nach dessen Verfüllung in den 1980er Jahren nur ein Teil der 1914 gebauten Steinbrücke bis heute erhalten. Über diese und die etwa 200 Meter weiter nördlich gelegene und ebenfalls aus Stein errichtete Unstrutbrücke führte die Naumannstraße, die von 1914 bis 1934 Hindenburgstraße hieß, in Richtung der damals neu errichteten Rosenhofkaserne. Wir verlassen das ehemalige Stadtgebiet von Mühlhausen in Richtung Osten und wenden uns dem heutigen Ortsteil Görmar zu. Görmar war fast 1100 Jahre, von 897 bis 1994, ein eigenständiger Ort und hatte drei Wassermühlen. Die untere Dorfmühle, um die es hier geht, lag im östlichen Teil des Dorfes direkt an der Unstrut und wird deshalb auch oft als Unstrutmühle bezeichnet. Dank der im Jahre 2012 erschienenen Görmarschen Ortschronik ist die Geschichte der Mühle sehr gut nachvollziehbar. 1813, Ersterwähnung als Mahl- und Walzmühle. Ende des 18. Jahrhunderts, Umbau zur Walkmühle, Eigentümer ist Christoph Lutteroth. 1815, Verkauf an einen Herrn Heise. 1824 ist der Besitzer ein Herr John. 1855, Besitzer sind jetzt die Gebrüder Walter, die Mühle wird als Fabrik am Kirchberg bezeichnet. 1862, Bau des Werkmeisterhauses. 1883, Abriss der Mühle und Umbau zu Spinnerei und Färberei. 1918, Einstellung des Färberbetriebes. 1937, die Wollgarnspinnerei hat bis zu 40 Mitarbeiter. Nach Paul Lehmanns Tod leitet Herr Reiche die Fabrik. 1945, Ausbau der Maschinen und Abtransport als Kriegsreparation durch die Sowjetunion. Danach Leerstand, später Lager der LPG. Schon auf den Aufnahmen des frühen 20. Jahrhunderts wird deutlich, dass eine Wasserregulierung sowohl für den Flusslauf der Unstrut als auch für den Betrieb der Mühle und später der Spinnerei absolut unumgänglich war. 1926 wurde das Wehr neu errichtet und dabei auch ein seitliches Gerinne für die bis zu 5 Wasserräder angelegt, welche später sogar überdacht war. Beginnen wir mit Bildern des Unstrutbogens mit Blick Richtung Osten und der alten Wehranlage. Wie bei den anderen Mühlen auch, zeigen Aufnahmen von 2015
den heutigen Blick auf Fluss, Wehr und später auch auf die Mühle. Von der Unstrutbrücke im Dorf war das Gebäude gut zu sehen. Zuerst wurde der Komplex entkernt und die Wände bis auf die Fachwerkbalken entfernt. Bevor wir aber zu den eigentlichen Abrissbildern kommen, hier noch drei historische Fotos der Fabrik, die um 1900, um 1980 und 1997 entstanden. Sie zeigen auch das sogenannte Werksmeisterhaus neben der Spinnerei sowie das Mühlengebäude kurz vor dem Abriss von Südwesten her. Beginnen wir im Inneren des ehemaligen Mühlen-, Fabrik- und Lagergebäudes. Hier ist neben dem Aufgang auch noch ein Teil der alten Mechanik zu sehen. Die Wasserräder trieben aber nicht direkt die Web- und Spinnmaschinen an. Sie dienten zum Betrieb der Turbine, mit der Strom erzeugt wurde. Noch heute ist die alte Turbine im Gang und erzeugt nach aufwendiger Restaurierung wieder Strom. Kommen wir zu den Außenaufnahmen, die zeigen, wie Stück für Stück von dem Gebäude abgetragen wird. Zuerst die Lehmwände, dann der Dachstuhl und die Nebengebäude, danach ging es Etage für Etage bis zum Erdboden. Anfang 1998 war auch diese alte Mühle Geschichte. Geblieben ist eine Wiese mit Bänken und einer Infotafel, in der die Wehranlage und deren erneuter Umbau erklärt wird. Leider ist derzeit nicht viel über die Mühle, die hier einmal gestanden hat, in dieser Übersicht enthalten. Abschließend ein Bild vom Unstruthochwasser 1998. Es verdeutlicht, wie wichtig die Wehranlagen auch heute noch sind. Dieses Foto, das die fast vollständig eingefrorene Unstrut mit Wehranlage im Jahre 2009 bei minus 22 Grad Celsius zeigt, bildet den Abschluss unseres Besuches in Görma und auch bei den Wassermühlen der Stadt Mühlhausen. Wenden wir uns den Windmühlen, genauer gesagt der ehemaligen Windmühle auf dem Stadtberg zu. Jeder Mühlhäuser kennt sie oder hat zumindest schon einmal etwas von ihr gehört. Bevor wir uns aber die Bilder dieser Mühle ansehen, eine kleine Einleitung zu den Windmühlen allgemein. Windmühlen waren neben den an Standorten mit nutzbarer Wasserkraft anzutreffenden Wassermühlen bis zur Erfindung der Motoren die einzigen frühen Kraftmaschinen nach der Muskelkraftmaschine. Ihre Verwendungsmöglichkeiten waren ähnlich vielfältig wie bei den Wassermühlen und reichten von der Mahlmühle über Ölmühle, Sägemühle bis hin zur Windpumpe. Auch ihre Bauarten waren oder besser sind unterschiedlich. Als ältester und wohl bekanntester Windmühlentyp in Europa sei hier die Bockwindmühle genannt. Die gesamte Mühle, die aus Holz besteht, mit Technik ist drehbar auf einem Bock gelagert. Weniger bekannt ist die Paltrockwindmühle. Sie besteht ebenfalls aus Holz, ist aber auf einem Drehkranz am Boden gelagert. Auch hier wird die gesamte Mühle mit Technik in den Wind gedreht. Ebenfalls sehr bekannt ist die Holländer Windmühle, die auch Kappenwindmühle genannt wird. Charakteristisch ist der 8- bis 12-eckige feste Holzaufbau auf einem soliden Fundament. Drehbar ist nur die Kappe mit der typischen Windrose. Die Turmwindmühle ist ein aus Ziegel oder Naturstein aufgemauerter Turm mit in die Dachkappe eingebautem Getriebe. Das Mahlwerk ist im Turmgebäude, das Flügelkreuz ist in Hauptwindrichtung angesetzt und nicht verstellbar. Die Stadtbergwindmühle war eine Mischform zwischen Turm- und Holländerwindmühle, der sogenannten Turmholländerwindmühle oder Turmwindmühle holländischer Bauart. Der Mühlenturm ist zylindrisch aus Stein gemauert und oft nach oben konisch. Wie bei den Holländer Windmühlen ist aber eine drehbare Kappe aufgesetzt.
Diese Bauform garantiert eine besondere statische Festigkeit des Mühlengebäudes. Soweit zu den Windmühlen allgemein, nun zur Windmühle auf dem Spiel bzw. Stadtberg im Speziellen. 1859, Bau einer Windmühle auf dem Spielberg. 1861, Zerstörung der Flügel bei einem Sturm. 1861-62, wieder Instandsetzung. 1890, Stilllegung der Mühle. Ab 1890, Nutzung als Wohnung. Ab Ende der 1970er Jahre, Leerstand. Juni 2000, Beginn der Entkernung. 2000 bis 2004, Umbau zu einem Wohnturm. Das erste Bild, das um 1950 entstand, zeigt die noch bewohnte Mühle mit intaktem Dach und Gardinen an den Fenstern. Deutliche Spuren des langen Leerstandes sind bei den Aufnahmen aus dem Jahre 1995 kurz vor der Entkernung zu sehen. Trotzdem bieten sie ein irgendwie romantisches Bild der im Herbstlaub stehenden Mühlenruine. Ähnliches gilt für die Winterbilder 1995-96. Vor der Entkernung entstanden diese Aufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes. Neben dem ehemaligen Aufgang und der Küche sind das mittlerweile eingefallene Dach und die Verstellmechanik im Dachgeschoss noch gut zu sehen. Beim Anblick dieser Bilder scheint ein Totalabriss unvermeidlich, aber weit gefehlt. In einem baulichen Gutachten wurde festgestellt, dass die Außenmauern in Ordnung waren und somit einer Sanierung nichts im Wege stand. An Mühlengebäude wurden immer besonders hohe Anforderungen gestellt. Sie mussten neben den statischen Kräften, Eigengewicht, Gewicht der Maschine und Einrichtungen, auch die dynamischen Kräfte wie Schwingungen und Druck aufnehmen. Demzufolge waren sie besonders stabil gebaut. Die Windmühle am Stadtberg hat eine Mauerdicke bis zu einem Meter. Im Juni 2000 begann die Entkernung mit dem Abriss des Daches. Es folgten die inneren Fachwerkmauern und die Fußböden. Am oberen Mauerrand sieht man noch den alten Zahnkranz zum Verstellen der Kuppe. Nur die Außenhülle der einstigen Windmühle blieb erhalten. Sie stellt auch heute noch das Grundgerüst des Wohnturmes dar. 2004 begannen die Umbauarbeiten mit der Einrüstung innen und außen. Durch die Erhaltung der Außenmauer behielt der Turm die charakteristische Form einer Windmühle bei. Die alte Mühle auf dem Stadtberg wandelte sich von einer Ruine zu einem schönen Wohnturm, der 2005 fertig saniert und in strahlendem Gelb seine neuen Bewohner empfing. Das waren die seit 1989 abgerissenen oder umgebauten Mühlen im heutigen Stadtgebiet von Mühlhausen in Thüringen. In der Hoffnung, dass in Zukunft nicht noch mehr Mühlen der Abrissbirne zum Opfer fallen, sondern saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, möchte ich mich verabschieden. Freuen Sie sich mit mir auf den nächsten Teil der Abrissbirne, in dem es um abgerissene oder umgebaute Industriebetriebe der Stadt geht.